Der ganze Wald brennt hier ab. Was macht der denn da draußen? Oh, und da kommen gerade die ganzen Nahkämpfer durch. Shit, shit, shit. Streit unter Nachbarn. Château de Lützelbourg. Château Ratsamhausen. Juli 1277. Dass Depüs euch im Schwarzwald im lodernden Feuer rösten wollte, werdet ihr nicht vergessen. Mit ihm werdet ihr nicht noch einmal verhandeln. Stattdessen marschiert ihr ein paar Tagesmärsche nach Norden und hört von einer günstig gelegenen Doppelburg auf der anderen Rheinseite, die Depüs gehöre. Als ihr die Belagerung von Château de Lützelbourg, der östlichen der beiden, beginnt, ist dessen Besatzung von eurer Anwesenheit überrascht und verteidigt sich schlecht. Daher gelingt es euch schon kurz darauf, in die Burg einzumarschieren. Verbarrikadiert euch hier und nehmt auch die andere, besser bewachte Burg ein. Sorgt dafür, dass der Dauerbeschuss aus letzterer schnellstmöglich aufhört. Noch dauert der Kampf in der Burg an, da erhaltet ihr eine Hiobsbotschaft. Im Tal habe sich eine große Truppe von Soldaten Frankreichs versammelt, die Depüs zu Hilfe gekommen seien, um euch die Burg wieder abzunehmen. Na, wie geht euch das? Wir sind bei Mission 15 der Deutschlandkampagne von Prinz von Hesse. Ja, und da wurde mir ja schon zugetragen, haben auch ein paar Leute geschrieben, dass die Mission wohl in sich hat und vermutlich mit einer der schwersten Missionen überhaupt sein könnte. Ja, danke natürlich hier an Pilaf, da er die Mission gesprochen hat. Konnte natürlich auch nur er machen als Halbfranzose und unser kleines Schweinchen. Wir gucken jetzt mal hier sofort rein, was hier abgeht und... Uff. Das kann sich ja auch noch ändern. Ja, in der Beschreibung haben wir ja schon gehört, hier geht einfach super krass viel ab. Also das ist ohnehin eine ganz besondere Mission. Wir sind hier gerade dabei, die eine Burg zu stürmen. Das ist, ich nenne hier mal die deutschen Titel, die Lützelburg. Und das hier ist Ratsamhausen Château. Ja, und wir sehen hier noch was anderes. Die Franzosen greifen an. Um Gottes Willen. Ja gut, und das sind einige, ach scheiße, auch noch Belagerungszelte. Ritter hier am Start in König Philipp Manier. Jo, und unsere Mission ist natürlich klar, wir müssen das Ding hier erobern. Und oh, ja, da wird man auch direkt hier mit einer Mange beschossen. Auch das habe ich so bisher selten gesehen, dass man hier quasi direkt von Beginn an eher so ein Nah-an-Nahkampf mit einer anderen Burg hat und das hier quasi so ein, ja, Close Combat auch so ein bisschen ist. Ich gucke mal, wie halte ich hier die Kamera. Ja, wir befinden uns hier damit auch im heutigen Frankreich. Damals ist das ja auch hier so Elsass-Lothringen gewesen. Geschichtsunterricht ist schon lange her. Aber das müsste halt auch Deutschland oder Heiliges Römisches Reich zu der Zeit gewesen sein und ja, wie gesagt, Château Ratsamhausen und Lützelburg sind auch beide extrem nah beieinander gewesen. Also ich denke mal um die 50 Meter. Mehr war da definitiv nicht zwischen von denen. Und jo, sind da wie gesagt im heutigen Frankreich gelegen. Auch vom Größenverhältnis kommen die, denke ich mal, sehr gut hin. Ja, gut. Irgendwie muss ich das jetzt hier deichseln. Uff, hier ist schon, die Ritter haben ein Tor versperrt. Ja, das kann was werden. Wir gucken uns den Sachverhalt mal an. Ich starte das Ding hier mal neu. Ja, werde ich wahrscheinlich öfter machen müssen. So, wir haben hier einen unbemannten Rambock. Tja, und... Genau, hier wird die Burg erstmal erobert. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich hier machen soll. Ah, okay. Hier sehen wir schon mal, die haben sich ausgesperrt. Die kommen jetzt hier mal rein. Die kommen jetzt hier mal rein. Die stehen auf dem Bergfried. Und, warte mal, die sind hier irgendwie so ganz komisch eingestellt, die Lanzenträger, auf aggressiv. Die will ich mal alle auf dem Bergfried haben. So, ihr kommt mal auch hier rauf. Ja, da kommen jetzt die Ritter. Ihr könnt natürlich, falls ihr das noch nicht wusstet,
Man kann hier auch einen Geister-Rambock machen. Man kann mit dem hier einfach angreifen. Ich führe das jetzt einfach mal vor, weil... Nee, wird einfach zerhäckselt. Ja, gut. Ja, ich habe jetzt hier allerhand Männer auf dem Bergfried und... ja gut, ich weiß nicht so wirklich, was ich machen soll. Wir können ja mal gucken. Ich habe ja tatsächlich gar nicht so wenig Gold. Ich könnte ja mal versuchen, hier in der freien Landschaft, wir könnten uns theoretisch Lanzen kaufen. Interessant. Ja, ist natürlich auch ein teures Vergnügen und ich glaube, wir haben keine Waffenkammer, ne? Nee, haben wir auch nicht. Ja, also Nahrung, Ressourcen, Holzfäller kann ich hier im Moment eigentlich komplett vergessen. Ja gut, die machen mir hier auch direkt das Ding kaputt. Ich teste mich hier erstmal so ein bisschen vor. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Ich mach jetzt einfach mal was. Ich will jetzt einfach mal austesten. Hier für. Ja, für die Wissenschaft. Aber ich denke mal, die werden hier wahrscheinlich alle einfach komplett über den Haufen geschossen werden, oder? Die sind halt sogar schon Armusschützen, obwohl die gar nicht richtig mitschießen. Was passiert denn, wenn ich hier die Mange anvisiere? Die frisst sogar ganz gut, muss man tatsächlich sagen. Ja, da fällt einer. Ja, ich glaube, ich hatte 25 Bogenschützen, jetzt halt noch 13. Nee. Ich würde es zwar schaffen, die Mange kaputt zu machen. Interessant. Aber gut, hier... oh Gott. Ja, auch die ganzen Katapulte und Triebocke, die hier schießen, meine Burg. Ja, ist quasi nix mehr, ne? Finde ich immer cool, also mochte ich auch damals schon immer als Kind diese richtig hohen Mauern hier, wo man so mit verschiedenen Höhen spielt. Finde ich, sieht einfach irgendwie immer cool aus. Schiebt sie weg. Ja, aber ich glaube, das kann ich hier vergessen. Aber krass, hier leben immer noch welche. Aber gut, das wart. Ich muss sie definitiv auf dem Bergfried lassen. Ja, jetzt ist doch offen. Ich guck mir mal ganz kurz das Spektakel an. Ich habe ja jetzt hier einen fetten Nahkampfknubbel. Ja gut, von da hinten kommen noch so viele. Jetzt kommen auch die ollen Ritter nach von da hinten. Ich denke mal, den Knubbel könnte ich hier aber theoretisch gewinnen. Ja, Verluste an Lanzenträgern ist da. Oh, die ziehen sich zurück. Geil. Aber viel, viele da noch nachkommen. Ach, du ahnst es nicht. Kommen die Ritter auch noch dazu? Die ersten Pikiniere fallen. Ja, wir machen Fortschritt, aber... Nee. Guckt euch mal an, wie die Zahlen runterscheppern hier. Und wie viele das noch sind. Die haben wieder die ganzen... Die Franzosen haben die Burg hier wieder zurückerobert. Das ist doch peinlich. Nee, das geht so nicht. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Eine Botschaft der Ratte. So, das, was ich in Mission 12 schon mal gemacht habe. Das kann sich ja auch noch ändern. Ich gehe hier einmal gegen die... Stopp! Ah, jetzt ist das Tor wieder zu. Eure Lordschaft? Vielleicht sogar zwei hier hin. Wer spießt am meisten auf? Zu Diensten. So, genau. Ihr kommt mal alle rein jetzt. Tor offen halten. Jo. Dann... Lanzenträger hier bitte einmal wieder sammeln und die Pikiniere auch. Gut, gut, gut. Oh, da wurde einer abgeschossen. Ja, weiß ich nicht, was ich mit einem Rambock machen soll. Was, die kommen hier wirklich richtig fix an. Hammer geil. Vielleicht. Ja. Warte mal. Genau, nee, das Aggressive hatte ich ausgestellt. In Ordnung. Na, wer spießt am meisten auf? Und er geht noch hierauf. Eigentlich war mein Plan hier auch als Bogenschützenablenkung. Zu Diensten. Ja, da kommen sie tatsächlich schon. Ah! Los, Junge! Greif weiter das Ding hier an. Scheiße. Nee! Die verfolgen mich. Wo ist eine andere Pikinier? Hau da ab! Ja, hier, weiß ich nicht, fällt mir gerade nicht so viel ein, was ich da... Aber gern.
machen soll. Klack, klack, klack. Ja, das ist hier unser Hauptmann Pilaf. Ich klick ihn mal an. Uff. Ah. Ja gut, da wurde was aufgestellt. Ich glaube, das war aber gar nicht so gut. Ich meine, ich habe zwei wichtige Männer, zwei Pikiniere geopfert. Aber es war für das größere Wohl. Hier kann ich eh nicht irgendwie was bauen. Ich nehme mal Steuern, aber... Ja, warte mal hier. Fünf Bogenschützen, halt da mal so ein bisschen in die Lanzenträger rein. Uff, da hat gerade richtig dolle was gescheppert. Können die den hier noch treffen oder ist das tot der Winkel? Naja, sieht scheiße aus. Ah, da sind nur noch so viele Pikiniere, ne? Die muss ich später alle mal wegknubbeln. Ich würde sagen, ich mach mal hier den ersten Speicherstand M15. Ja, die gefürchtete Mission. Ja, noch lebe ich. Wurde da gerade irgendwie ein Ritter? Ist der vielleicht durch Mangen gestorben oder habe ich leider nicht beobachtet? Ja, Torhaus kaputt. Überall sind sie hier am Kloppen. Ja, weiß ich nicht, was soll ich machen? Holzfäller. Kann ich hier auch nicht bauen. Vielleicht, die kann ich natürlich schon mal in weiser Voraussicht, vielleicht können die gleich beim Knubbeln mithelfen. Das wäre natürlich eine feine Sache. So, oh, Torhaus ist eingerissen. Schnell, ihr müsst unbedingt so viele Lanzenträger wie möglich hier noch mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. 23 Lanzenträger und 18 Pikiniere. Ich schicke mal erst die Pikiniere voraus. Logisch, die tanken. Und jetzt die Lanzenträger nach. Die sind da auch irgendwie ganz unten am Boden ganz komisch geknubbelt gewesen. Alter, da kommen noch so viele Lanzenträger gerade. Shit, shit, shit. Ja, kommt mal wieder auf den Bergfried zurück und die ganzen Bogenschützen. Unbedingt hier auf die Lanzenträger alle. Unbedingt hier auf alle Lanzenträger. So, Pikiniere. Wieder ab nach vorne und Lanzenträger nach. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Und ihr jetzt unbedingt noch hier rauf. Los, los, los. Sieht gar nicht mal so übel aus. Sieht gar nicht mal so übel aus. Jo, die setzen sich hier sehr, sehr gut durch. Oh yeah. Uff. Oh, jetzt sind dann noch die Scheißritter da. Ich weiß gar nicht, wo die gehen, klackern da. Was soll das? Ein Kinderspiel. Ah, die gehen schon wieder ganz verrückte Wege da. Oh, oh, oh. Erste Holzfäller strömen aus. Burg ist leider offen, aber... Ich glaube, ich habe sogar noch genug Steine. Ja, irgendwie... Womit kann ich dienen? Ein leichtes. Klacker den nochmal um da. Jo. Von die Mange schießt immer noch. Warum hat er jetzt einen Ritter überlebt? Was soll das denn? Ja. Franzosen abgewehrt. Sofort. Speichern. Und speichern. Ja, und jetzt? Ja, gute Frage. Also ich habe genug Steine, um das Torhaus hier nachzubauen. Ich glaube, ich lasse das erstmal noch. Ich muss mich unbedingt jetzt hier um Nahrung kümmern und auch sehr viel Holz. Ja, muss halt irgendwie gucken, hier noch einen recht nahen. Vielleicht tatsächlich auch so noch ein Jäger und... Ah ja, Mangel. Ich brauche halt ganz viele Pfeile natürlich auch noch. Vielleicht hier. Könnte sich eigentlich ausgehen. Tja.
Gute Frage. Ich mach mal ein bisschen schneller. Hier unten haben wir einen Steinbruch und ganz, ganz oben hier ist Eisen. Da sind noch mehr Steine. Lustig, dass der Tribok da auch immer noch steht. Bin zur Stelle. Tja. Wie viele Bogenschützen? 26. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Oh, unser Ton frisst. Ah. Ja, fällt mir aber aktuell leider noch kein Heilmittel ein, was ich dagegen machen könnte. Leider noch nicht. Naja, es sieht gar nicht mal so viel aus, aber uff, allein schon die ganzen Kolbis, die hier drinnen stehen. So um die 40 Bogenschützen werde ich schon brauchen, aber naja, aktuell sieht es danach aus, dass der Turm leider nicht überleben wird. Die Leute verlassen die Burg. Ach, Mensch. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Ja, ja, ja. Ich passe auf. Vielleicht doch hier. Wartet mal. In Ordnung. Nee, genau, ein Lanzenträger, der schon richtig so halb vorm Abnippeln ist hier. Der kommt jetzt mal nach hier unten hin. Der kann dann auch mal auf aggressiv gestellt werden und der kann mir ja mal so ein bisschen das Farmland hier freiräumen, oder? Ja. Oh, sind doch mehr Leute abgehauen als gedacht. Habe ich denn jetzt mittlerweile mal Holz reinbekommen? Ja, habe ich. Ja, Käse ohne Ende. Ja, bitte. Aber natürlich. So, und ihr macht mal hier weiter die Farm kaputt. Jo, wichtiger Mann hier. Auf uns zählen. Klack, klack, klack. Ich vielleicht schon vorher auf Getreide gehen soll, man weiß es nicht. Ist halt aber auch extrem weit weg, muss man dazu sagen. Ja, kommt theoretisch was rein hier, aber mach mir tatsächlich große Sorgen um die Nahrung. Ja, Wild. Das ist halt immer so eine Sache, wenn die Jäger beschissen laufen, ne? Aber kann ich mir halt nicht aus. Du kommst mal weg hier. Da kommt noch eine Käsefarm hin. Ja, und Kaiser Bismarck sagt, ich soll hier mal ganz schnell mit der Bevölkerung hochgehen. Ja, ich baue da mal ein Häusel hin. Da kommt jetzt auch der erste Käse rein. Da kommt noch mehr Holz. Uff, die Mange hört halt nicht auf zu schießen, ne? Meine, das hing mit irgendwas zusammen, irgendwie. Man hat irgendwie unterbinden konnte, aber ja, ich weiß es nicht. So, uff, der erste Heilmacher ist ready hier. Eure Beliebtheit steigt. Ja. Kann das vielleicht sein, dass die auf die Hühner schießen? War da nicht mal irgendwas? Ich meine nicht, dass nicht mal der Rundturm unbedingt als Ziel gewählt wurde, sondern ja, ich weiß es nicht. Obwohl, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Mange auf dem Turm als Ziel eingerichtet ist und ja, die so lange schießt, bis der halt im Arsch ist. Noch mehr Käse. Und ja, ist halt ein bisschen schwierig hier mit den Pfeilmachern, ne? Ich baue hier jetzt aber noch ein. Was soll ich sonst machen? Ja, da kommt Fleisch rein. Geil, dass sich das gelohnt hat. Ja, und vielleicht jetzt doch schon mal relativ schnell Steine bauen, möglicherweise. Ich brauche auf jeden Fall auch erstmal die Unterkunft. Wenn ich hier überhaupt noch einen Spot finde. Das sieht schlecht aus. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ach genau, da ist ein Baum. Scheiße, ich habe mir schon alle Spots hier zugebaut. Ich baue jetzt einfach mal hier hin. Ich habe schon wieder zwei Bögen drin. Bin zur Stelle. Bild ich auch mal sofort aus. Eieiei, der Turm hält nicht mehr lange. Könnte ich ihn nachbauen? Nee. Wäre aber nicht so dramatisch, quadratisch kann ich tatsächlich nachbauen. So, noch ein Bogen. Mein Bogen ist und noch ein Bogen, geil.
entlegene Dörfer. Oh shit. Eine Truppe der Ratte auf dem Weg. Oh shit. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Ja, wirklich stabil ist die Nahrung auch nicht. Das kann man nicht als stabil bezeichnen. Ja, ich baue hier doch nochmal eine. Wie viele freie Bauern habe ich? 3 Stück. Ja, kommt sicherlich viel zu spät. Ja, jetzt kommt der Käse rein hier. Und ich musste auch mal meinen. Die Truppen der Ratte greifen an. Uff. Jetzt kommen die Franzosen hier auf einmal wieder. Oder? Nee, ich glaube, das sind sie. Wo ist denn die Ratte? Oh Gott, die kommt von der Seite. Uff. Sind gar nicht mal so viele, muss man sagen. Es sind gar nicht mal so viele. Ich meine, ich habe die Burg gerade noch offen, wie die ganzen Baumeister hier quasi hingerichtet werden. So, jetzt kommen sie. Und ich speichere nochmal ab. Ah, es läuft bisher erstaunlich gut. Nevikov ist einfach mittlerweile way too strong geworden hier innerhalb der Kampagne. Lernkurve extrem hoch. Bin zur Stelle. So, 3 Bogenschützen nochmal. Eure Befehle? Ach, lustig, da steht nur einer. Ganz alleine und verwildert. Ja, ja, ich meine, es sind schon einige. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ja, shit, jetzt gehen sie auf die Wirtschaft. Es sind schon wirklich einige. Bin zur Stelle. Konzentriert euch hier auch wirklich mal zu einem guten Teil auf die Lanzenträger. Nicht nur auf die Bogenschützen. Los, los, los. Weg mit dem Dreck. Ja, sieht gut aus hier. Ja, der auch noch weg. Gut, gut, gut. Ja, sieht gut aus. Wo sind jetzt die Streitkolbenkämpfer? Ja, shit, Alter. Die haben meine komplette Wirtschaft. Eine komplette Wirtschaft haben die kaputt gemacht. Und ich glaube, die fliehen auch nicht, weil Besatzung hier ist ja auch von der Ratte, ne? Deswegen muss wirklich jeder Einzelne, glaube ich, Bogenschützen bereit. Pfeile bereit. Getötet werden. Schießt den nochmal ab da. Ja, danke für nix. Kann alles wieder nachbauen hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Kannst du schon wieder nicht. Ah, ein so ein kleiner Popel, Achim. Ach, da sind ja auch noch welche. Warte. Mein Herr, in Bewegung. Warte, warte, warte. Rücken aus. Einer tot? Kriegen wir den hier überhaupt von der Stelle? Nee. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Oh shit, der dicke Turm ist kaputt. Und die Mange schießt trotzdem weiter. Ja, Moment. Wir haben beinahe keine Nahrung. Warum mehr, kann ich den Kornspeicher nicht abreißen? Ach. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja, der Jäger. Ziel angepeilt. Oh, fehlt. Muss ich schon wieder alles gleichzeitig machen. Ja, es sieht. Es sieht schlecht aus. Kornspeicher abreißen. Mal irgendwo hier draußen hinstellen. Holz. Könnte auch besser aussehen. Und Schild. Jetzt ist hier schon wieder alles zugewaldet. Scheiße. Sage mal. Was war das denn? Die Leute verlassen die Burg. Ach nee. Eieieiei. Naja, es ist wirklich eine sehr spezielle Mission, auch vom Spielgefühl her. Weil einerseits diese Close Combat hier, die Angriffe, die Burg erobern. Wie die auch schon komplett demoliert ist hier, die Burg. 30 Beliebtheit. 12 Bauern noch. Ja, was soll ich machen? Bisschen Getreide ist lustigerweise sogar schon reingekommen. 2 Getreidefarmen da hinten halten sich auch.
Aber gut. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Mehr Käse. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, die Ratte wird mich ja sicherlich nicht in Ruhe lassen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Zack, 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 ja, scheiße, viel Bevölkerung. 7 Beliebtheit. Jetzt kommt der erste Käse wieder rein. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Unsere Lebensmittel. Mach mal hier ganz schnell doppelte Ration, hilft dir alles nicht. Rationen. Großartig. Käse läuft jetzt so mittlerweile, also ich hier vielleicht noch irgendwo eine Käsefarm hin. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann bauen wir auch noch eine. Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und ging hier gerade nicht auch noch eine hin? Es kommen Leute zur Burg. Eure Beliebtheit steigt. Unsere Lebensmittelvorräte so, denn wir verlieren ein bisschen. Ja, das ist immer ganz nett, wenn die Bevölkerung so wenig ist, kann man ruhig auch mal großzügige Spende geben, aber hiermit höre ich jetzt mal ganz schnell auf. So, 90 Beliebtheit. Das kann sich doch schon mal sehen lassen. So, ja, im ersten Moment erstmal wieder gefangen. Ich hätte sogar noch 8 Bögen im Petto. Ja, ich fürchte mich aber schon vom nächsten Angriff hier. Jo, geil, Kornspeicher hier sofort richtig voll. Ja, kann für den Moment ein ganz netter Move sein, aber über kurz oder lang, denke ich, könnte es sich auch auszahlen, wenn ich wirklich mal den Switch auf Brot mache. Die Mange hat aufgehört zu schießen. Ich werd bekloppt. Uff. Es ist endlich Stille. Ja, kann mich jetzt schon nicht mehr dran erinnern. Es lag, glaube ich, aber nicht am Kornspeicher, ne? Nee. Ich denke mal, die war hier auf dem Mauerstück. Oder irgendwie sowas kalibriert. Ja, einen freien Bauern. Jetzt kommt auch das Holz wieder nach. Wir benötigen Holz. Ja, geil, geil, geil. Dann nehme ich jetzt auch mal wieder Steuern. Was kann ich denn hier noch alles machen, um meine Lage langfristig zu verbessern? Betrider. Ja, Mist, den einen Helden hier unten habe ich auch vergessen. Es tut mir furchtbar leid. Stimmt. Ausbildungslager auch wieder nachbauen. Schade, schade. Hier geht gut eins hin. Uiuiui, 11 Bögen. Ich wage jetzt mal den Schritt und ja, gehe hier nochmal eine Stufe höher. 30 Bevölkerung. Das ist schon ein großer Schritt hier. Aber Käse lübt. So. Da kann ich mich echt nicht beschweren gerade. Ja, hier müssen wir erstmal wieder freiholzen. Hilft alles nicht. Und auch die beiden Bogenmänner hier. Degenhard Traugott. Degenhard ist auch so ein richtig guter Name. Bin zur Stelle. Ja, und jetzt bilde ich mal richtig kräftig aus. Bogenschützen bereit. Tja. Mein Bogen ist euer. Meine sind eigentlich noch viel zu wenige, um da mal wirklich so einen Ansturm zu wagen. Aber bin zur Stelle. Projektaufbau wird gestartet hier. Mein Herr? Projektaufbau wird gestartet. Bin zur Stelle. Dann baue ich den großen Turm wieder auf. Eure Befehle? Und dann wird zurückgeschossen hier. Warte mal. Ah, warte mal. Ich glaube, ich erinnere mich an was. Hier, Lukas Fischer hatte mir geschrieben. Ja, ich glaube, ich weiß was. Jetzt erinnere ich mich wieder. Bauen wir hier mal eine Baumeistergilde hin. Bauen wir hier mal 2 Baumeister. Ja, Fleisch kommt rein. Geil. Noch mehr Bogenschützen. Kommt erstmal hier hoch. Wie viel habe ich jetzt mittlerweile? 43. Uff. Doll ist es nicht, aber. Ich glaube, ich will sogar mal noch einen Pfeilmacher bauen.
Schießt die Mange? Nee, noch nicht. Die Bogenschützen schießen da irgendwie auf was. Uff, kann das sein? Ist der Steinbruch in Reichweite hier? Ach nee. Das Ende naht. Erzähl mir doch nichts. Erzähl mir doch nichts. Ja, Abbruch hier. Warte mal. Denn Front nach oben verlagern. Natürlich richtig ärgerlich, aber ja, was soll ich machen? Ist aber auch cool gemacht wieder, finde ich so, ne? Du denkst dir erstmal, jo, Steinbruch jetzt sicher bauen, aber Pustekuchen. Nix ist. So, mehr Bogenschützen. Oh, wie geil der Kornspeicher mittlerweile aussieht. Ich glaube, ich wage mich für den Moment sogar mal auf Extra-Ration und ja, baue hier eine Mühle oder was? Baue ich hier eine Mühle? Naja, komm. Komm. Dann vielleicht hier noch ein Pikenmacher. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Naja, komm, ich gehe höher, los. Kaiser Bismarck hat schon recht. Ja, hier geht nämlich noch eine Käserei hin. Und ja, noch mehr wird wohl schwierig. Könnte vielleicht wieder die Baracken hier irgendwo umversetzen. Nee, sieht schlecht aus. Bin zur Stelle. So, drei Bögen. Ja, bogentechnische, glaube ich, wenn ich den Turm mal irgendwann habe. Eine Botschaft der Ratte. Oh. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Oh. Ja gut, Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Ratte mir jetzt draußen den Kornspeicher wegsäbelt. Ein gewaltiges Heer. Alles klar, ein gewaltiges Heer. Jo. Bin zur Stelle. Alles klar, Digga. Alles klar. Eure Befehle? Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Bucht. Ja, das kenne ich doch, das sind die Belagerungsgeräte. Nemikov weiß Bescheid. Die Truppen der Ratte. Da kommen sie. So, ich speichere nochmal. Es sieht ja eigentlich bisher ganz gut aus, muss man sagen. Also. Ist jetzt nicht so, dass ich hier einen Drömmel in der Hose habe. Warte, von wo kommen sie? Ja, von unten wieder. Ach, shit. Von da unten ist mir das eigentlich gar nicht so lieb. Och nee, und da sind noch welche. Bin zur Stelle. Brauche jetzt wirklich jeden Bogen und habe sogar kurz überlegt, ob ich hier mir noch ein paar Lanzen kaufe für einen fetten Knubbel. Falls sie doch reinkommen. Und ich gehe davon aus, dass sie reinkommen werden. Ja, allein schon, wie viele Streitkolbenkämpfer das sind. Ja, Wetten dürfen abgeschlossen werden. Wie lange überlebt der Kornspeicher? Mal gucken. Jo, bisher geht's eigentlich. Oh shit, oh shit. Mein Herr? Eure Befehle? Sind auf dem Weg. Bauhaus kaputt. Er kriegt die Leute und nicht mehr hier ruf. So, Pikiniere gegen Knubbeln, Lanzenträger gegen hier los. Ja, sieht schlecht aus. Oder? Nee. Sieht leider schlecht aus. Ich habe auch irgendwie gerade echt wenig gehabt. Ja gut. Von den Befürchtungen, die Mission ist hier doch gar nicht so schwer, Pustekuchen. So. Aber ich glaube daran, dass das machbar ist. Was mich gerade gewundert hat, ich habe wirklich nur so wenig Lanzenträger. Dann gehe ich, glaube ich, wirklich mal hier ganz fix den Schritt. Ich habe gerade auch so wenig Gold. Shit. Ihr könnt auf uns zählen. Die Truppen der Ratte greifen an. Naja, Truppen der Ratte greifen an. Ich mache jetzt aber mal Folgendes. Ich bilde mir hier. Ihr könnt auf uns zählen.
Jetzt auch Gruppen. Da liegt die wirklich auch mal gebündelt. Oh Gott, sie schon wieder. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Bei Bogenschützen schnell hoch hier. Lanzenträger hier geblieben. Und weiter. Uff, da sind sie nämlich schon. Ihr könnt auf uns zählen. So, die in Gruppe 1. Sehr, sehr gut. Da noch einen Bogenschützen ganz schnell hier nach oben. Ach, shit, da sind welche. Um Gottes Willen. Ja, die rammen mir einfach zu schnell hier das Torhaus ein. Das sind viel zu viele Kolbis. Oh, die hauen gerade ab. Geil. Ja, los. Los, los, los. Oh, wo denn jetzt? Oh, nee, jetzt kommen sie an der anderen Stelle durch. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Warum rennen da schon welche gegen? Ah, ich habe eine ganz blöde Vermutung, dass die noch auf aggressiv waren. Gegen so einen fetten Kolbenknubbel. Ja, haltet da mal alles noch ruf, was geht, aber... Ja, shit, es sind ja gar nicht so viele. Guck mal, das sind nur 10 Stück oder so. Junge, ich muss das doch irgendwie gebacken kriegen. Bin zur Stelle. Mein Herr? Kriege ich vielleicht noch irgendwie das Torhaus repariert? Ja, das ist erstmal eine wichtige Maßnahme. Denn was hatte ich noch gemacht? Marktplatz und... Keine Ahnung, 5 Pflanzen oder so kaufen? Ja. Warum nicht? Ja, bitte. Die Truppen der Ratte greifen an. So, ich sammle die hier nochmal ganz kurz im Burghof. In Ordnung. Ja, vielleicht auch mal, ich hab eine verrückte Idee. Es werden Rekruten benötigt. Vielleicht auch mal wirklich gleich gegen knubbeln. Und ganz, ganz wichtig, ihr müsst hier. Die vergesse ich leider jedes Mal da an der Ecke. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt nochmal 3 Lanzenträger. Gut, gut, gut. Da kommen jetzt die ersten Männer. Du bleibst oben. Naja, passiert hier auch wieder alles so schnell. Wo ist denn der jetzt? Warte mal. Die stehen vorm Torhaus. Ah, die stehen vorm Torhaus. Das ist scheiße. So, schön mal raufhalten hier. Ja, gut, gut, gut. Sehr, sehr gut. Aber ja, scheiße, da war auch so eine Schwachstelle. Warum sind da 4 Bogenschützen? So, kommt mal ganz schnell nach oben. Na, ich glaube nicht, dass das wirklich besser aussieht gerade. Wohl, wenn ihr hier jetzt noch alle mal reinhaltet. Vor allem noch die kleinen Speerträger immer schön hier rausnehmen. Los, weg mit dem Dreck. Ja, ja, ja. Los, 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 das muss. Ah, shit. Es sind einfach zu viele Kolbis. Ach, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, einen Versuch mache ich noch. Nee, der war scheiße. So, ich muss hier wirklich mal ein bisschen langsamer. Vor allem die Bogenschützen. Der absolut skandalös, die muss ich unbedingt retten. So, dann. Stelle ich hier mal auf minus 4. Dann kaufe ich einmal Lanzen nach. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. So, ganz schnell nach oben. Ja, zu der Taktik, die ich machen wollte, bin ich auch gar nicht gekommen gerade, weil ja, einfach keine Zeit gehabt. So, ja, jetzt müssen erstmal die Bauern wieder nachspawnen. Also ein bisschen Zeit hatte ich ja immer hier.
bis sie nachgekommen sind. Eure Lordschaft? Hier geblieben. Und weiter. So, genau, jetzt stehen hier auch keine vor, dann repariere ich hier das Torhäusel. Wunderbar. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle? Zum Bogenschütze, ab nach oben. Lanzenträger bleibt hier. Ich würde sagen, ich speichere das erstmal hier unter M4. Das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Aber ich wünschte mir, ich hätte noch vorher ein bisschen mehr Pfeilmacher vielleicht auch gemacht. Das könnte vielleicht auch einen Unterschied ausmachen. Vor allem auch noch ein bisschen mehr. Vielleicht tatsächlich auch ein bisschen mehr Lanzen. So, jetzt hier kommt eine verrückte Taktik. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, wo ist er denn rekrutiert, frage ich mich. Ich weiß es nämlich gar nicht. So, nochmal speichern und Bogen gespannt. Hier kommen direkt auf die Kolbis rauf. Direkt darauf halten, jo. Bohrhaus hatte ich ja repariert, glaube ich, ne? Ich musste nur auf diese Ecke hier, aber ja, was willst du machen? Holzwall kann ich da natürlich auch hinbauen. Ja, ist eine Option, sagen wir mal so. Es scheinen auch immer noch welche auf, warte mal. Geh doch mal wirklich auf Stellung halten. Oh, 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 da sind schon wieder zu viele Kolbis. Ja, ich muss einmal so viele Kolbis wie möglich hier aus dem Spiel rausnehmen, bevor da zu diesem dicken Knubbelkampf auf dem Bergfried kommt. Ja, wunderbar. So, und? Genau, Gruppe. Nicht ablenken lassen, ja, gut, gut, gut. Und unbedingt hier jetzt irgendwie so ein bisschen reinhalten. Das sind halt so viele Kolbis da, ne? Ich hab nicht das Gefühl, dass das schon wieder besser ist. Und da kommt noch so eine zweite dicke Flatsche nach. Vielleicht muss man einfach konsternieren, ist nicht genug. Aber das eine Mal hatte ich eigentlich das Gefühl, dass es schon ganz gut aussah. Feind befindet sich in der Burg. Naja, ich glaube, alle Nahkämpfer sind tot, ne? Oder? Haltet mal hier rein. Es sind halt irgendwie nur, keine Ahnung, 10 Stück oder so. Ja. Ja, das ist jetzt wieder zu spät hier, scheiße. Ja, ich muss, warte, ich lade nochmal das hier neu. Reparieren. So, Bogenschützen. Hier bitte einmal auf das Torhaus, dann Marktplatz, dann auf minus 4 Steuern. So, einmal Lanzen nachkaufen, danke. So, Bogenschützen, jawohl. So, kann ich vielleicht mit dem Baumeistern, ja, Schilde könnte ich halt machen, aber ja, bringt mir jetzt nichts. Ich rette sie erstmal innerhalb die Burg, damit sie, ja, damit sie halt nicht einfach nur umsonst sind, ne? Auf dem Weg. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja, irgendwie bin ich auch bisher noch nie dazu gekommen, meinen Plan umzusetzen. Ja, ich habe hier 8 Steine. Geil. So, wo war jetzt hier der Durchbruchspunkt? Der war, glaube ich, immer hier. So, dann speichern wir das hier nochmal ab. Ja, ist das. Das ist jetzt alles oder nix. Das ist halt immer so die, jetzt diese Überlegung von mir. Kann ich gleich neu laden. Und laden.
In Ordnung, Schaft. Hat mir die Mange irgendwie zwei Leute oder so weggeholzt. Holy shit. Wo schießt sie denn? Ach, Scheiße. Sag mir nicht, dass die jetzt immer noch schießt. Oder schießt sie wirklich auf die Pikenmacherei? Ah, jetzt kommt so eine Scheiße auch noch dazu. Sie schießt weiter. Warum? Und laden. Mist, auch da schießt sie schon. Und laden. Und hier? Nee, es muss leider an den Truppen liegen. Es muss leider an den Truppen liegen. Shit. Ja. Ich hatte gehofft, dass es nicht daran liegt. Torhaus reparieren und... Ah ja, genau jetzt kommt nämlich ein Jockel. Unsere Goldvorräte wachsen. Ja, ich muss hier irgendwie noch das Beste machen. Aber vielleicht muss ich doch wirklich einen Spielstand vorher nehmen. Es könnte vielleicht alles nicht helfen. Sehr wohl, mein Herr. Gedanklich könnt ihr ja schon mal jetzt eure Tipps und Tricks und Ratschläge an den Nevikov hier äußern, was er anders machen kann. Ich glaube, der Zeitpunkt, nachdem das soweit abgewehrt ist mittendrin, der sah ja schon gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Also, damit sollte man eigentlich was anfangen können. So, bleib mal hier. So, die Mange schießt jetzt auch nicht und ich versuche das mal hier zu reparieren. So, bis hier. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf so, nochmal zwei Lanzenträger. So, ich speichere mal ab hier jetzt. Zack, zack, zack. Bin zur Stelle. So, ganz wichtig, noch ein Bogenschütze nach hier oben. Noch ein Bogenschütze. Es werden Rekruten benötigt. So, und jetzt, ja. Eure Befehle? Das ist jetzt halt so die Frage. Auf jeden Fall unbedingt das Torhaus halten. Also, das ist wirklich essentiell. Gehen da auch so viele auf einmal auf das Torhaus rauf. Was soll das? Mein Bogen ist Pfeile bereit. Los, schieß sie nochmal ab hier. Die überleben viel zu lange. Bogen gespannt, mein Herr. Und ich habe absolut nicht das Gefühl, dass die sterben hier gerade. Scheiße. Hä? Ganz, ganz merkwürdig. Das war gerade irgendwie ganz komisch. Bin zur Stelle. Dass ich die da überhaupt nicht mehr wegbekommen habe. Das hat vorher irgendwie viel besser geklappt. Eure Befehle? Pfeile bereit. Bin zur Stelle. Bogen gespannt. Ja. Ja, einer tot. Vielleicht muss ich die auch einmal früher hier. Das sind halt so viele, die hier auf einmal raufklöppeln. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da war einer tot, glaube ich. Los, weiter drauf, weiter drauf. Alter. Kannst doch keinem erzählen hier. Jetzt erkennen sie das wahrscheinlich hier als die schwache Position an. Ach. Bin zur Stelle. So, wichtig, zwei Bögen nochmal. Komm mal hier. Rücken aus. Komm mal hier hin, so früh wie möglich. Irgendwie stehen die Bogenschützen auch ein bisschen ungeil. Da stehen recht viele so weit hinten. Bin zur Stelle. Ziel angepeilt. Habe ich so das Gefühl. Oh, gerade? Gerade sieht's gut aus. Glaube ich. Bogen gespannt. Bogenschützen bereit. Ja. Gut, gut, gut. Ich speichere das mal selbst. Das speichere ich jetzt als Zwischenerfolg. So, uff, da sind sofort wieder drei neue Kolbis drauf. Ey. Eure Befehle? Pfeile bereit. Bogen gespannt. Ja, das ist hier wirklich
absolutes Massaker los. Tötet die Streitkolbenkämpfer hier. Unter allen Mitteln. Der hier auch noch weg. Los. Ach, du ahnst es nicht. So, und jetzt habe ich keinen guten 51 Bogenschützen habe ich hier. Aber gern, mein Bogen ist euer. Mein Herr, ja, die ganzen Bogenschützen ist immer Mist. Die sind hier halt immer von den anderen Bogenschützen dann noch abgelenkt. Aber. Ich glaube, das sieht gut aus. Los, Männer, weiter hier raufhalten. Los. Los. Ich glaube, das wird noch die Lanzenträger hier den zusätzlichen Knubbelbilden rausnehmen. Jo! Ach, du ahnst es nicht. Uff, da kommen ja noch so viele nach, aber... Ja komm, die kriegen wir. Oh, Junge. Junge. Ja gut, Kornspeicher. Hatten wir mal. Irgendein Käsebauer hat noch überlebt. Lustig. Ja, und die werden jetzt komplett weggesprüht. Eieiei, war das eine. Junge. War das eine krasse Aktion hier. So. Direkt an die Zukunft denken. Sofort. Die Leute verlassen. Es sind nicht genügend. Ey, warum? Um das Gebäude zu verändern. In diesem Gebäude. Naja, warte mal, ich steuere diesmal relativ fix gegen. Ihr könnt das die Nähe nicht noch, zum Feind. Ach, guck mal hier. Ja. Es steht einmal auf freier Flur und oder Baumeister. Und ich glaube, jetzt hatte ich auch vergessen, hier die Baumeister zu retten. Naja. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Dafür habe ich den Angriff das überlebt. Das ist erstmal alles, was zählt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, so. Das Gebäude ja, da geht noch eine hin. Geil. Lustig, dass der Jäger hier auch noch überlebt hat. Um das Gebäude zu verwalten. Lebt denn hier überhaupt noch ein Käsebauer? Was ist denn hier besetzt gerade an Gebäuden? Ich hab 4 Leute. Ja, gute Frage. Ein Jäger lebt noch, pusht am Beute an. Naja, warte mal. Ich glaube, das hilft alles nicht. Ich muss hier mal ganz kurz... Ja, tut zwar richtig dolle weh, aber muss. Uff, ich war auch auf Extra-Ration. Aber was willst du machen? So, mehr Käse hier. Mein Bogen ist euer. Kommt mal ganz schnell wieder zurück. Ich hab sogar genug Steine, um theoretisch das Torhaus wieder nachzubauen. Und wir machen auch mal folgendes, die... Ah, ich hätte jetzt eigentlich... Theoretisch könnte ich auf Brot... Ach, guck mal, der Jockel, alter Bulle. Hat der gerade noch abgeliefert? Vielleicht. Guter Mann. Unsere Lebensmittelvorräte ja, so hier erstmal weg. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer ja, das muss jetzt erstmal reichen. Jetzt kann ich ein Spieltempo wieder höher. So, und ich hoffe, die Käsereien, die sollten doch eigentlich anlaufen hier. Ja, krass eigentlich, wenn man bedenkt, das sind hier so wenig Männer. In dem Ding, aber ja, es hält einfach, ne? Wir kommen halt einfach nicht dazu, immer den Gegenangriff zu machen. Mehr, ja, ja, ist gut. Aber doch nochmal getan. Ja, Käsereien brauchen halt erstmal ein bisschen anlaufen, ne? Das ist halt der Nachteil, aber da kommt jetzt der erste Käse, jawohl. Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Ernsthaft, genau jetzt. Oh. Genau jetzt.
Warum? Aber da liefern trotzdem noch welche ab. Gemolken haben sie noch. Ja, eieiei. So, naja, egal. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich gucke mal, da klöppeln sie wieder. Ja, ich brauche unbedingt Steine. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ja, Jäger kommt rein. Gut, gut, gut. Aber keine freien Bauern mehr. Ich mach trotzdem mal ein Häusel hier. Es werden Rekruten. Jo, der wird sofort wegrekrutiert. Das ist noch der Pikenmacher hier. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, ist doch gut. Die werden jetzt hier nämlich wegrekrutiert. Uff, da kommen sie gerade alle. Klack, 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 klack. Wir verlieren ein bisschen. So, keine Steuern. Ja, das ist doch geil jetzt. Wunderbar. Weiß nicht, ob hier noch irgendwo eine bekommen. Alter, wie lustig. Die Getreidefarmen haben bis jetzt überlebt. Wie geht das denn, bitteschön? Tja. Der Pikenmacher, kann das sein, dass der abgeschossen wurde? Uff. Das ist sehr frech. Bin zur Stelle. Ja, harte Goldprobleme. Wir verlieren ein bisschen. Wir machen mal minus 4 und extra Ration. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen gierig hier. Okay. Treiben in der Nähe der Ach nee. Unwesen, euer Lordschaft. Wo sind sie denn? Da oben. Ja, ah, die gehen auf meinen Steinbruch. Ach, hauen sie wieder ab? Hallo? Ach, wir haben Trümmel in der Hose und genau jetzt kam nämlich auch Käselieferung, Steinlieferung. Wunderbar. Ah, guck mal, die schießen hier auf der Tun. Ja, komm. Das bringt doch nichts. Reißen wir den Jungen ab. Ich habe auch so viel Holz gerade. Ich weiß gar nicht so recht. Bin zur Stelle. Was ich damit machen soll. Ich brauche hier nur noch eine. Ne, zwei Steinlieferungen. Und dann kann ich da vorne den großen Turm bauen. Na gut, ich brauche wahrscheinlich noch extra Steine, weil ich den Weg noch reparieren muss. Ich glaube, ich baue hier auch schon mal den dritten Ochsenjockel. Kann ich Steine kaufen? Nee, kann ich nicht. Aber habe ich mir schon fast gedacht. Also langsam kommt jetzt hier auch das Gold wieder rein. So. Ich baue einfach mal jetzt den Pikenmacher hier hin. So. Bin zur Stelle. Klack. Klack. Ich habe jetzt schon so viele Bogenschützen. Ein weiter Weg. Naja. 64. Ich habe halt wieder recht viele verloren, ne? Bin zur Stelle. Aber das. Das war's mir wert. Was machen die denn da? Da sind welche irgendwie verbuggt, weil die noch auf aggressiv waren oder so. 26 Steine, los. Och nee. Eure Befehle? Och nee. Jetzt kommt da so ein scheiß Bär. Oh, er hat ihn verfehlt, los. Ah. Da sind noch mehr Bären. Oh Gott, da sind richtig viele Bären. Mission Ochsenjockel retten. Los. Das ist leider nicht möglich. In höher, Männer. Höher. Rücken aus. 1, 2, 3 Bären sind hier. Sind auf dem Weg. Pfeile bereit. Ja, einer tot. Zweiter tot und. An. Shit, den kriegen sie nicht mehr. Er ist so versteckt da in dem Felsen. Ja, sie haben ihn. Wunderbar. Und wieder zurück. Und was sehe ich da? Ich speichere aber nochmal. Und speicher. Nee, Mangel schießt nicht. Und ich habe auch noch 7 Steine. Shit, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Aber ist nicht so schlimm. Dann kommen jetzt hier ordentlich Bogenschützen nach. Dann mag ich vielleicht sogar noch einen davon und
Dann baue ich auch mal hier 2 Eisenminen. Und gehe nochmal mit der Bevölkerung nach oben. Mal gucken, ob sich das noch ausgehen wird. Dann kann ich hier eigentlich vielleicht sogar gleich einmal auf Peak machen. Ja, Steine sind nachgekommen. Wunderbar. Und jetzt Weg repariert. Jo, jetzt kommt der große Moment. Bin zur Stelle. Oh. Ich mache es ohne Schilde. Ich mache es erstmal noch ohne Schilde. Rücken aus. Bogenschützen bereit. So. Die sollen jetzt einfach nur weggespammt werden hier. Los. Ja. Wunderbar. Die werden einfach nur weggeschossen. So, und jetzt ordentlich in Nahkampf investieren auch noch. Ich meine, ich habe hier sogar noch Reservemänner. Richtig gut eigentlich. Der Kornspeicher ist dick mit Käse gefüllt. So soll es sein. Uff. Aber vielleicht, wenn ich mich jetzt beeile, kommt nochmal ein Rattenangriff. Man weiß es nicht. Aber... Na gut, da sind halt auch noch extrem viele Kolbis, muss man sagen. Also... Ein Selbstläufer wird das jetzt auch nicht. Vor allem, ach, ich bin so... Das ganze... Hau mal das ganze Getreide hier weg. Brauche ich nicht, denn... Kaufe ich mir sogar noch ein paar Lanzen. Ihr könnt auf uns zählen. Jawohl. Benötigt, vor allem, warte mal. Pfeile bereit. Ja. Wunderbar, geil. Kann die schon richtig geil ausdünnen. Visiere an. Befehle? Ja, weiter, weiter, weiter. Da sind nämlich noch ein paar Bogenschützen. Ja, das ist jetzt nicht so unbedingt nennenswert, aber denke mal, da werde ich dann auch eine kleine Ausfallgruppe machen und komm, wir haben es ja jetzt, naja, so viel haben wir auch nicht jetzt, aber jetzt ist ganz schön zurückgegangen, kann das sein? Kann das sein? Ich glaube, ja, warte mal, die beide Farben stelle ich mal ein. Was? Schon die ersten Rüstungen? Nicht schlecht. So, dann baue ich hier mal 2 Baumeister. Und dann bauen wir hier jetzt mal 2 Schilde. Wunderbar. Sind auf dem Weg. Allzeit bereit. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier jetzt schon aufnehme. Kommt mir schon wieder wie eine halbe Ewigkeit vor. Um Käse. Da sind ein paar gefräßige Männer am Start, die immer so eine 300 Gramm Packung am Abend essen. So, mehr Nahkämpfer und ich glaube eigentlich diese Notbesatzung liegt da auf dem Bergfried. Hab ehrlicherweise brauche ich die gar nicht. Gruppe bilden mit String 1. Neu positioniert. Ja. So. Mach erstmal gar nicht so viele. Ich will mich hier mal so ein bisschen Bogenschützen bereit. Vortasten. Mein Bogen ist euer. Schild. Mein Herr. Eure Befehle? Ja, geil. Klappt sogar. Und dann. Bin zur Stelle. Pfeile bereit. Ja. Bogen gespannt. Ach, guck mal, die kann ich noch alle wegrollen. An. Jo, klappt wunderbar. Pfeile bereit. Das ist leider nicht möglich. Naja, das habe ich mir schon gedacht, aber ist nicht so schlimm. So, denn jetzt hier Schild postieren. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Oh, das sind doch mehr als gedacht. Das sind doch mehr als gedacht. Schild bereit. Oh. Oh, oh, oh. Ja gut, in klassischer Manier wieder hart unterschätzt. In ganz klassischer Manier hart unterschätzt. Ja, obwohl, da halten sich noch 12 Männer. Wenn die hier mal ordentlich gebündelt draufhalten und ich jetzt noch gleich Verstärkung nachschicke, 20 Männer, los, machen wir auch.
machen wir auch. Und dann komme ich jetzt auch schon mal mit den Nahkämpfern hier. Guck mal hier die Pikiniere, die ich hab. Zwei Männer. Na, wer spießt und dann noch viele Kolbis. Jo, wir kriegen die weggeräumt. Geil. Kann ich vielleicht sogar... Ich mache jetzt hier richtig geile Strategien. Passt mal auf. Wer benutzt in Stronghold Light denn? Eigentlich keiner. Aber ich probiere das jetzt. Ah, wunderbar. Schild bereit, eure Lordschaft. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? So, warte, da müssen aber noch mehr hin. Sind auf dem Weg. Da sind nämlich noch ein paar Bogenschützen. Ja, die Pikiniere klackern hier. Wunderbar. Schild bereit, eure Lordschaft. Bogenschützen bereit. Ihr geht dahin. Ist sogar noch das Ausbildungslager. Ja, das ist hier die stärkere von den zwei Bogenburg. Ratsamhausen. Jo, eingenommen. Wunderbar. Und? Ja, jetzt passt mal auf. Nee, nix an den Wall. Nennt euren Wunsch. Ich auch schon mal hier nachziehen. Ja, Leitern bereit. Natürlich. Leitern nach ja, das war genau das, was ich wollte. Los, Männer. Hochsturm hier. Los, in los, Bewegung. Los. Und in der gleichen Zeit hier, ihr könnt auch schon mal aufklöppeln. Ihr kommt hier schon mal alle nach. Oh, ist das ein geiler Anblick. Anblick. Shit. Oh, die klöppeln sie einfach nieder. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Och nee. Bitte, mach ganz schnell auf. Das kannst du dir schon wieder nicht ausdenken. Oh, ich hab so lange nicht gespeichert. Kommt doch mal hier hoch jetzt. Los. Shit. Shit, shit, shit. Das kannst du schon wieder keinem erzählen. Och nee. Jetzt schaffe ich das deswegen nicht, oder was? Ach, Junge. Warte mal. Warte mal. Ich habe jetzt so viel Steine. Die Truppen der Ratte greifen an. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Rücken aus. Bogenschützen bereit. Ja, schön hart verkalkuliert haut mich hier. Sind auf dem Weg. Richtig scheiße ist das. Bin zur Stelle. So, sofort noch drei Bogenschützen, einmal nach hier oben. Eure Befehle? So, bitte einmal noch auf den Bergfried. Ja, nicht. Ach, shit, jetzt ist die Burg hier auch noch offen. Ja, kannst vergessen. Och, nee. Jetzt muss ich hier wirklich... Warte. Ja, schon Niederlage. Ja, wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Okay, das war noch vor dem großen Turm hier. Aber gut. Ich weiß jetzt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Was habe ich denn sonst noch alles gemacht in der Zeit? Keine Ahnung. Stimmt, ich hatte noch einen Pikenmacher hier gemacht. Ich hatte da oben zwei Eisenminen gemacht. Ich hatte ein extra Haus gebaut. Ja, ich glaube, das war's soweit. Achso, und die Getreidefarm hier habe ich schlafen gelegt. Ich habe dort Getreide verkauft. Jo, passt, glaube ich. Und jetzt haben wir tatsächlich schon den Zugang, glaube ich. So, hier 27 Bogenschützen. Nochmal 26 Bogenschützen. Bitte einmal das Ding hier stürmen, jawohl. Denn schnell Baumeistergilde. Zack. Zack. Warum hat er eigentlich... Hä? Warum hatte der gerade...
Der hat doch gerade was zum Auskippen gehabt, kann das sein? Mein Herr? Oder habe ich mich gerade geguckt? Eigentlich nicht, ne? Bin zur Stelle. So. Ja, und diesmal. Moment, ich mache hier. Euer Gnaden. Ich mache hier gleich mal mehr. Allzeit bereit. Will das immer so minimalistisch schaffen. Ja, ich übertreibe es auch nicht. 5 Schilde sollte auch okay sein. So, und ihr greift hier noch mehr von den Leuten an. Sehr gut. Ein Schuss in diesen Dude, ey. Ja. Meine geniale Taktik da mit Leitenträgen. Ja. Das war ein Schuss in den Ofen. So, denn ich glaube mit 5 Schilden 20 Bogenschützen könnte eigentlich schon fast reichen. Ihr könnt auf uns zählen. Mein Herr? Ja. Schild bereit. Eure Befehle? Schickt die schon mal hier hin. Ihr gebt noch Unterstützungsfeuer. Visiere an. Ja. Jawohl. Angepeilt. Bogenschützen bereit. Immer schön darauf halten. So, jetzt geht's wieder los. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. So, und den einen stelle ich hier mal auf Piken um. Lanzen. Ja, kann ich mir mal bei Bedarf hier auch kaufen. So ist es ja nicht. So, Männer, was ist denn los hier? Auf die schießen. Los. So, sofort Verstärkung hier nachschicken. 5. Oh, guck dir das mal an. Die schießen gar nicht richtig. Ja, war vielleicht zu weit weg. Einmal immer rauf hier, los. Ihr könnt auf uns zählen. So, mehr Lanzenträger und, warte mal. Jetzt kann ich doch auch die hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ah, nachziehen. Dann kommen hier die Pikiniere jetzt. Von der Pike aufgelappt. Ja, sage mal, ist das Schild denn so beschissen? Ich glaube, die waren einfach zu weit weg. Egal. Ihr könnt auf uns zählen. So, mehr Lanzen nachkaufen. Es werden Waffen benötigt. Klack, klack, klack. So, Pikiniere sind schon am Start hier. Wunderbar. Mein Herr? Visiere an. Krass, hat hier immer noch welche leben. Eure Befehle? Ja, komm, warte mal. Ein weiter ich muss Weg. Jetzt hier all in gehen. Ich darf mir nicht zu viel Zeit lassen. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Ich habe jetzt auch noch gar keinen Rüstungsmacher gebaut. Gold. Kein Gold dafür. Ah, ist egal jetzt. Schild bereit, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Ja. So, dann kümmert euch mal hier um die Männer. Und dann kommen hier auch schon mal die ganzen 36 Lanzenträger. Sind zwar nicht wenige Kolbis, aber das muss doch reichen hier. Wenn wir hier auch noch so ein bisschen. Guck mal. Können die vielleicht sogar hier. Ne, können sie leider nicht. Dann machen wir das Torhaus da auf. Und mit allen Lanzenträgern hier in dem Gang sammeln hier irgendwie. Am besten noch die ganzen Bogenschützen. Moment, Moment. Die kommen jetzt mal alle hier in die Gasse auch rein. Wenn wir gleich durch sind, dann sollen die da. Jetzt kommen sie. Wunderbar. Ja, los, los, los. Klack, 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 klack. Erzähl mir doch nix. Erzähl mir doch nix. Was ist denn das bitte schön? 45 Bogenschützen, alle sofort in den Nahkampf, los. Holy shit. Das gibt's doch nicht. Ja, oder lock die mal hier so einzeln raus jetzt. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Warum denn nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Unerreichbar. Der Feind
ist bezogen. Ja, wunderbar. Da schießen sie sogar noch. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. So, haben wir jetzt die Länder erobert. Beseitige alle feindlichen Einheiten. Uff, das wäre es ja jetzt. Ich speichere zur Sicherheit nochmal. Und speichern. Eine Botschaft der... Oh. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Oppana. Oh, das war ein bittersüßer Sieg. Das war sehr, sehr hart erkämpft, muss man letztlich sagen. Mit ein bisschen Holpereien wieder, aber uff. Also es war schon krass zum Spielen, finde ich, diese Dauerbelagerung am Anfang. Man wird von den Franzosen angegriffen, ja, und muss da erstmal überhaupt auf sein Leben klarkommen. Also zum Spielen definitiv sehr, sehr cool. Und ja, kriegt ihr bestimmt besser in Truppen verloren, 69%. Ja, war mal ein kleiner Schwenk nach Frankreich. Wir werden ja beim nächsten Mal natürlich wieder auch ins heutige Deutschland reinkommen. Wir werden sehen, aber eins ist sicher, alles wird gut. Ach, Bogen einnehmen finde ich so viel schwieriger als Bogen verteidigen. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Was? Jetzt? Sofort? Bitte, was?